Seid einmal ehrlich. Wie oft braucht ihr es überhaupt? Euer Herz. Wie oft wirklich? Gerade mal zu Weihnachten, oder? Und im Gegensatz dazu, ist dieses pochende Ding nicht voll lästig? Zum Beispiel, wenn deine Freundin mit dir Schluss macht. Ich habe meine Kohle mit Holz gemacht. Eigentlich ganz einfach. Billig einkaufen, teuer verkaufen. Und mittlerweile gehört mir beinahe die ganze Stadt. Und Sie sind? Ich bin der Kohlenmunk, Peter. Die Kohlen kommen in den Keller. Ich bin wirklich der ärgste Loser. Noch viel ärger als ihr. Peter? Was machst du da? Ich komme, um mir Rat zu holen. Was? 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 Krieg! Kein Krieg! Kein Krieg! Kein Krieg! Ah. Ah. Ich glaube, ich glaub, du möchtest Chef sein. Ja, ich möchte Chef sein. Gewehrt? Hallo, Lisbeth. Ich bin Peter Munk, a.k.a. der Kohlmunk Peter. Natürlich kann es passieren, dass du am Anfang nicht alles so im Griff hast. Ja, da ist es ganz selbstverständlich, dass du nicht immer gleich die richtige Relation, das richtige Timing findest. Und manchmal über das Ziel hinausschießt. Dass du abhebst und die Grenze überschreitest. Ja, und da kann es auch passieren, da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung, dass man das Geschäft aus den Augen verliert und flugs in den ersten Konkurs schlittert. Passiert. Jedem. Die Lisbeth. Ich weiß genau, dass sie auch andere anschaut. Nur wegen meines Geldes hat sie sich für mich interessiert. Ständig lächelt sie andere an. Am liebsten würde ich die alle packen und mit derben Fäusten über sie herfallen. Und auch die Lisbeth mit dem Handkämpfer ihrer Peitsche vor die schöne Stirn schlagen. Du musst den Mut haben, die entscheidende Schwachstelle, den Fehler im System, der zur Niederlage geführt hat, zu erkennen. Ihn knallhart zu benennen. Und ihn dann mit aller Konsequenz auszumerzen. Mein Herz! Ah. Dieses verdammte Herz! Ich gebe mir alle Mühe, es zu unterdrücken. Und dennoch pocht mein Herz und tut mir weh. Am liebsten wäre mir, es wäre einfach weg. Ich hab dein Herz aus Stein. Ihr habt dein Herz aus Stein und deshalb seid ihr so reich. Dachte ich mir doch, dass du ein vernünftiger Bursche bist.